Können wir starten, oder? Gut. Hi. Schön, dass ihr da seid. Und danke fürs Einschalten. Ja, die Freundin spielt wieder. Ja. Willst du selber sagen, wie weit du gekommen bist, um einfach auch bei dir das Gedächtnis nochmal zu aufzufrischen? Oder soll ich kurz erzählen? Ja, Oder nicht so weit. nicht so weit? Ja, der Bauch hoch. Ja, du hast aber auch erst eine Stunde gespielt oder Ja. zwei. Also erst 2 Stunden gespielt und dafür bist du gut vorangekommen. Okay, ja, wenn du das sagst. Ja, und wie war deine Erfahrung bisher? Ja, nachdem ich das zweite Feuer gefunden habe, besser. Ja, genau. Sie steht vor dem Taurus-Dämon. Taurus, heißt der nur Taurus? Heißt der Taurus-Dämon? Auf jeden Fall vorm Taurus. Ihr wisst, welchen man da bekämpfen muss auf der Brücke. Und ich würde sagen, gehen wir rein. Gehen wir rein und schauen, wie sie sich schlägt. Ich muss wieder ein bisschen leiser sprechen, damit sie mich nicht hört. Was ist eigentlich das hier? Aushöhlung umkehren? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Hast du mich gehört? Ja. Okay, dann ist das Spiel bei dir noch nicht laut genug. Dann musst Ja, du doch das vielleicht, Spiel wenn lauter ich. drehen. Aushöhlung umkehren. Willst du es wirklich wissen? Brauche ich das? Nein. Dann nicht. Brauchst du nicht unbedingt. Eigentlich braucht man das überhaupt in dem Spiel, wenn man es durchspielen will? Ich habe es, glaube ich, nie benutzt. Kann ich nur irgendwas? Nee, Schätze. Okay. Ah, Moment. Oder war das an den Leuchtfeuern? Ist Aushöhlung umkehren die. Nee, entfachen ist das. Spiel du erstmal. Mach mal weiter. Alles klar. Ah, jetzt hat das gerade. Mit Y kannst du das Schwert dann einhändig oder zweihändig nehmen. Und das Schild hintere tun, genau. Epsilon. Okay. Sepp, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nie eine Aushöhlung umgekehrt. Kannst du mich Also, da. da war doch einer mit dem Pfeil. Kacke übersetzt, das ist schon. Was? Oh Reverse Hollowing. Ach so, ach, man wird halt menschlich. Das ist die Menschlichkeit, die man kriegt, ne? Genau. Ach so, Gut, wenn also. ich. Wie war das nochmal? Wenn ich mich jetzt heile, dann sind sie wieder da. Probier's einfach aus. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Also genau, das ist einfach, dass man menschlich wird. Ja, klar, okay. Ich mir auch sagen können. Zu viel will ich nicht verraten. Ja, das ist halt einfach nur mein Gedächtnis. Ach, Scheiße. Direkt mal fluchen anfangen. Oha. Also wenn sie ein bisschen lauter ist, dann kann es natürlich sein, dass ihr ein leichtes Echo kriegt von ihr, weil sie halt dann doch über mein großes Mikrofon kommt. Aber insgesamt sollte es ganz gut laufen eigentlich. Ah, guck mal, sie rennt direkt weiter. Das kann man schon entfachen. Okay, das ist ein Tipp, den können wir ihr dann auch geben. Ja. Der erste Tipp, den ich ihr jetzt mal gegeben hätte, wäre. Gut, das Entfachen wird nie erklärt, ne? Scheiße! Komm Jetzt mit ist sie mir nicht. hinterher. Jetzt ist sie nicht durchgegangen. Ah! Okay. Den ersten Tipp, den ich ihr geben wollen würde, wäre beim Taurus hochzugehen, also ihn anzulocken und dann hochzugehen und von oben den kritischen Angriff zu machen. Glaub's ja nicht. Scheiße. Ja, das passiert. Wo nehme ich den Flakon nochmal? X. Eben, genau. Auf X kannst du heilen, ja.
Okay. Also das kommt dann schon. Wobei die Spielmechanik, die könnte man schon. Ja, klar. Geh doch noch mal kurz an das Leuchtfeuer gleich. Ja. Ja, dann gehe ich gleich und heile mich. Genau, also die Sprungattacke, da werden wir erinnern. So, und jetzt Ach so, geh halt, mal stopp. Auf. Ich glaube, entfachen geht jetzt noch nicht, oder? Genau, kein Entfachen als Hülle möglich. Hülle heißt, du bist momentan nicht menschlich. Und menschlich kannst du werden, wenn du deine Aushöhlung umkehrst. Drück da mal drauf, glaube ich, oder? War das so? Nee, ach so, nee, halt. Jetzt musst du erst ins Inventar gehen. Ich besitze keine Menschlichkeit. In dein Inventar? Links das, der Beutel, genau, ganz links. Der Beutel. Ja, ja. Und dann schau mal, ob du müsstest eigentlich schon irgendeine, du müsstest schon eine Menschlichkeit gekriegt haben. Guck mal, 4 Stück. Benutz mal eine. Ich glaube, eine reicht. Und die andere im Inventar haben. Das ist wild. Wenn man keine Ahnung hat, was man hier macht, ist das. Ich habe es auch komplett ohne tatsächlich gespielt. Guck mal, ob du so entfachen kannst. Achso, halt, ne. Ich glaube aber nicht, ne? Ja, genau, weil du jetzt noch Hülle bist. Okay, verstehe. Also einmal Aushöhlung umkehren. Jetzt wirst du menschlich. Weil du dann nicht mehr untot bist. Du machst dich gerade zum Menschen. Und als Mensch kannst du dein Leuchtfeuer entfachen. Jetzt hast du aber noch oben links, siehst du? Du hast null Menschlichkeit, weil du eine verbraucht hast, um wieder menschlich zu werden. Jetzt brauchst du noch eine, um das Feuer zu entfachen. Alles klar. Genau, das füllt sich links oben auf. Und jetzt kannst du das entfachen. Und jetzt wird das nämlich ein bisschen stärker, das Leuchtfeuer. Und bei stärkeren Leuchtfeuern kriege ich mehr Heilung. Genau, jetzt hast du 10 Tränke geil zur Verfügung. Ja, und wenn jetzt, ich habe ja immer noch Menschlichkeit. Kann ich da noch mehr machen? Oder für was verschwend's mal noch nicht. Das, so viel sei gesagt, das muss dir jetzt erstmal reichen. Aber das hat's jetzt so abgespeichert. Ja. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir lassen sie noch einmal lassen wir sie noch so reingehen. Wo war jetzt nochmal? Sie spielt online. Vielleicht kann man einfach weiter ran, gell? Es bleibt nichts anderes übrig, weil sie Dark Souls über die Familienbibliothek spielt, über meinen Account. Und da muss sie online für sein. In Steam. Könnte natürlich sein, dass noch eine kleine Überraschung gleich kommt, ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu laut spreche, aber sie ist sehr konzentriert. Ja, scheint nee, zu jetzt. Passen. Sie versucht mir irgendwas zu deuten. Sie schüttelt einfach nur den Kopf. Du hörst mich. Die manchmal, wenn ich im Spiel bin, nicht. Okay, na, passt schon. Ich spreche einfach ein bisschen ruhiger. Es wird schon schief gehen. Ich verstehe gar nicht, warum ist ihr Sound so viel leiser geworden? Keine Ahnung. Ha! So, jetzt würde ich sie nochmal einfach das so probieren lassen, ohne. Okay. Das war knapp, oder? Ich kann da ja auch runterfallen. Ja, und B gedrückt halten kannst du auch Leitern schneller runterrutschen. Ah. Was war's? Y. Ah. Also ich versuche hier wirklich möglichst leise zu sprechen, damit
damit sie es nicht hört. So, jetzt kommt wieder die. Okay. Hat sie es noch. Ne, sie hat es nicht mehr im Kopf. Okay, ich würde sagen, beim nächsten Versuch. Oder wenn sie es schafft. Trifft sie den Dämon schon sehr gut. Weicht auch absolut im richtigen Moment aus. Das macht sie schon echt gut. Das macht sie wirklich gut. Also da hatte ich wesentlich mehr Probleme. Aber ich glaube, sie hat auch tatsächlich mir ab und zu mal zugeschaut, wie man diese Spiele spielt. Hat sie sich schnell eingeprägt. Ja, da hat der Dämon jetzt auch schon die Hälfte vom Leben verloren. Ach klar. Ja, sie bleibt einfach zwischen seinen Beinen stehen. Standardmäßigen 5 Flakons wären jetzt verbraucht. Sie hat jetzt 5 mehr durch die Aktion vorhin bekommen. Braucht sie aber gar nicht. Die 5 mehr braucht sie gar nicht. Und sie macht. Ah, schade. Schade, es fehlt nur ein Hit. Es fehlt nur ein Hit. Hau ihn einfach. Läuft nochmal, okay. Sehr gut. Jawohl! Sehr gut. Hier an der Stelle 2 Sachen ganz kurz. Also einmal, du hättest die 5 zusätzlichen Flakons gar nicht gebraucht. Du hast es locker nur mit 5 geschafft. Den letzten hast du unnötigerweise gesoffen und wurdest auch am Ende. Du hättest einfach mal draufhauen müssen, der hätte noch einen Hit gebraucht. Wäre weg gewesen. Ja, sicher, sicher. Ja, also du hättest die zusätzlichen 5 überhaupt nicht gebraucht. Und nur als Erinnerung mal, du hast im Tutorial den kritischen Treffer gelernt. Weißt du, was du dafür machen musstest? Vor und... Keine Sprungattacke, sondern den kritischen Treffer, wenn du von oben runterfällst. Ja? Yeah. Genau. Ja, aber da muss sie ja oben irgendwo sein. Ja. Ach so. Hätte die Hände hochklettern können. Der kommt dir ja hinterher, der Dämon. Das wäre okay. So mein nächster Tipp dann gewesen an dich, wenn es wirklich schwieriger geworden wäre, aber top. Schauen wir mal, wie es weiterläuft. Was es noch so zu entdecken gibt. Hat es das jetzt abgespeichert? Nee, jetzt muss ich erst wieder zu einem Feuer. Es gibt Gegner, die bleiben tot. Okay. Gut. So, hier kommt jetzt erstmal, kommt hier nichts. Nichts, wovor man sich fürchten müsste. Da unten steht dann der gute Solaire. Ja, klar. Gibt's da irgendwann mal eine Tür, die auf ist? Ab und zu. Oh, wer bist du denn? Achso, halt. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Okay. Was ist damit umschalten? Drück halt mal drauf.
Das ist nur, wenn du zwei Optionen hast, die du mit A Ach, ausführen jetzt kannst, hab's. kannst du Okay. zwischen den beiden umschalten, Ach hin so, und her ich bin ja schalten. jetzt menschlich, oder wie? Das ist korrekt, ja. Im Moment. Ja. Hat das jetzt Vor- oder Nachteile? Nee. Nee. Ah, theoretisch nicht. Mit NPCs in Dark Souls so lange sprechen und immer wieder anlabern, bis sie aufhören, bis sie immer das Gleiche sagen. Das ist tatsächlich eine Sache. Aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Ja. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Ja. This pleases me greatly. Well then, take this. Speckstein. We are amidst Leider an der Stelle strange eher ein times. unnützer Gegenstand. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. Das weiß The sie aber very nicht. fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Praise the sun. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Oh, hello there. I will stay behind to Genau, gaze jetzt wiederholt er den Mhm. Satz, jetzt kannst du einfach weglaufen. The sun is a Yep. wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. So, jetzt kommt noch mal eine interessante Stelle. Das haben wir jetzt gehört. Okay. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du dich erschreckst so richtig, aber man hat ihn ja Nicht? anfliegen hören. Nee. Okay. Ah ja, guck mal. Ich hau mal Instinktiv ab. auch hier den richtigen Weg gleich gewählt. Mal schauen, ob sie das Feuer hört. Etwas. Oh, weißt, du erschrickst die da immer so. Dann erschrick ich mich bestimmt auch. Läuft sie. Sollen wir ihr sagen, dass sie vielleicht nochmal da unten in die andere Richtung gehen soll? Oder lassen wir sie einmal. Nee, komm. Stopp, stopp, stopp. Dreh nochmal um. Warte, ja, gleich. Wie kann ich nochmal anvisieren? Rechten Stick reindrücken. Jetzt kommt einer von hinten. Genau, und geh nochmal den Weg, den du instinktiv in diesem, da vorne, hast du instinktiv erstmal in die richtige Richtung geguckt. Nein. Da, genau. Mehr wollte Bevor ich, ich ja. wieder zurücklaufen muss. Guck dir das mal an, was da los ist. Jetzt kann ich auch aufsteigen, gell? Ja, das wäre sonst einfach nur nochmal den gleichen Weg durchrennen gewesen bis zu dieser Stelle. Und ich habe kurz überlegt, ob ich dich einmal sterben lasse. Aber der Sepp aus dem Chat hat auch gesagt, wir sollen doch bitte
Oh, ist das ist vermeiden. lieb. Danke. Also Vitalität war die Energie, gell? Oder? Sobald du einen Punkt nach oben gehst, siehst du rechts, was höher geht. Genau. TP, ja, T. Was ist TP? Trefferpunkte. Trefferpunkte. Also meine Trefferpunkte. Ja. Also mein Leben. Ja, Sag korrekt, doch, dein Leben. ja, sag doch einfach ja. Moment, Energie und Leben sind ja wohl zwei unterschiedliche Sachen. Energie könnte Mana sein, Energie könnte deine Ausdauer sein, Energie könnte. Wollte ich nur mal so anmerken. Naja. Wie viel habe ich denn? Boah. Ja, da kann sie jetzt ein bisschen leveln. Der Taurus hat natürlich ihr für den Start ein paar Ausdauer. Seelen Was ist liegen denn die lassen. Ausdauerkondition? Beweglichkeit. Wir hatten ganz am Anfang auch noch mal kurz drüber gesprochen, wie das mit den Waffen aussieht. Du könntest mal in eine Waffe reingehen noch mal. Brauche ich da auch die Entschuldigung. Seelen? Nimm die Level noch mal raus hier ganz kurz, bevor du da jetzt anfängst, was zu leveln. Waffwertung abgebrochen. Ja. Und geh mal in dein Inventar rein. Nur, dass wir es noch mal ganz kurz angesprochen haben, weil das wird halt auch nie erklärt. Und geh mal, wähl mal die Waffe aus. Und dann drück mal X. So, und dann hast du nämlich die Attributsboni. E und B. E ist schlecht, B ist gut. A ist noch besser, ich glaube, es geht bis S. Ist das Beste für super. Ich glaube, das steht wirklich für super. Und Attributsbonus heißt, wenn du in Stärke deine Punkte packst, dann wird nicht so viel Bonus auf die Waffe, Schadensbonus gepackt, aber wenn du Geschicklichkeit levelst, dann wird halt die Waffe auch stärker. Okay. Da immer ein bisschen drauf achten. Es könnte aber sein, dass du noch eine andere Waffe findest, die du besser Naja. findest. Aber so viel, ich glaube, das reicht. Ich weiß nicht, ob ich so lang spiele. Mal Schauen wir gucken. mal. Genau, die Beweglichkeit. Die macht ja dann meine Waffe besser in dem Fall. Dann haben wir noch ein bisschen Stärke und nochmal Leben drauf. Naja. Was ist mit meiner Intelligenz? Soll ich dumm bleiben, oder? Intelligenz und Wille sind für Zauber. Bis jetzt hast du, glaube ich, noch nichts gefunden. Kannst du zum späteren Zeitpunkt aber auch noch mal hochleveln, wenn du Naja, es machen wir mal. brauchst. Jetzt Okay. habe ich schon wieder viel geholfen. Ja, ich mach's ja auch nicht ohne Hilfe. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. So. Hä? Ach, jetzt bin ich da. Ah? Kann der auch schneller hochklettern? Ihr war es noch gar nicht aufgefallen. Ich dachte, ihr wäre es vorhin aufgefallen. Aber das ist so ein geiler Dark Souls-Moment. Den hatte ich auch. Ah, jetzt bin ich hier. Du bist ja gemein. Ah, der heilt sich ja. Dann mach ich mit. Wie war das? Nein, stopp, halt. Eieiei. Oh. Sorry, die Kleine ist krank. Und wir haben hier das Babyfon stehen.
stehen und die hustet gerade ein bisschen. Ich versuch's. Glaub's ja nicht. Die pennt aber schon tief und fest. Ich muss nur kurz nachhorchen, ob alles okay ist. Und dann bin ich wieder voll hier. Wie geht denn nochmal dieser blöde... Ja, das passt, glaube ich, alles. Warte. Du möchtest wissen, wie der Sprungangriff geht, oder? Was? Heiland! Die miesen Ratten. Ich kenne das. Ich bleibe immer stehen mit dir drin und trinke. Ich fühl's gerade absolut. Ich kann es absolut nachvollziehen, aber sie visiert auch nicht an, die Gegner. Sie will sie nicht anvisieren. Ich sage das jetzt gleich, wenn die Ratten tot sind. Sie will einfach nicht anvisieren. Sie will nicht den rechten Stick reindrücken, egal bei welchem Kampf. Bin beschäftigt. Wow, und wie lange kann ich mich da jetzt heilen? Wegen noch Vergiftung? Nicht, oder? Tja, mit den richtigen Substanzen geht das. Und wie lange geht es jetzt, bis das runterzählt ist? Boah! Jetzt habe ich dann keine Flakons mehr. Das ist so eine Sache, ja. Das ist doch kacke. Ist jedenfalls nicht unbedingt gucken wir mal, das Beste, was passieren kann bei diesen Ratten, wenn man das erste Mal da vorbeikommt und wenig Leben hat und nicht die Rüstung, die das abhält und nicht die Gegenstände, um das zu heilen und all diese Dinge. Oh Gott. Ja, war klar. Ja. Da schreit sie wie ein Mädchen. Der Charakter. Das ist auch das erste Mal, dass ich einen weiblichen Charakter schreien höre in dem Spiel. So. Er hat gerade schon in meine Richtung geguckt, das habe ich gesehen. Ich glaube, ziemlich entsetzt auch. Was? Ja, momentan grinst sie noch. Was denn? Ich sag nur, du grinst und siehst noch ganz glücklich aus. Ja, ja. Geht schon noch. Geht schon noch. Ah, Mann. So. Also. Nee. Das war das, oder? Ah, das meine ich. Genau. Ja, das und Timing, den da. Genau. Den meine ich. Das, die Timings okay. Sind da ein bisschen schwierig in Dark Souls 1. Es gibt aber andere Möglichkeiten. Zum Beispiel hilft das Anvisieren des Gegners ungemein. Ja. Oh, der kann mir auch runterschucken, oder? Das ist auch jetzt hier so eine typische Sterbestelle. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem ersten... Oh, Scheiße! Ups! Ach, ja, wie doof! Die Schwerkraft in Dark Souls 1.
Und jetzt sind meine Seele auch weg, gell? Ah, da waren, glaube ich, nicht Ach, viele. Ich hab's nicht Scheiße. Gesehen, hab's nicht auf dem Schirm gehabt. Glaube, es waren nicht so viele. Tut mir leid. Tut mir leid, dass hier ab und zu jemand ins Mikro hustet. Wie gesagt, die Kleine, da steht das Babyphone hier. Ich muss jetzt hier aber einmal kurz... Ja. Pass mal auf, du kannst auch... Was? Lauf um den Gegner rum. Weil, lauf im Kreis um ihn rum, bis er geschlagen hat. Dann hat er nämlich eine kurze Downtime. Das, keine Ahnung, ich kann mir das... Ich habe mir das gerade nicht mehr angucken können. Aber eigentlich sollte ich nichts sagen. Ja, komm halt um die Ecke, oder? Ja, der kommt nicht so gern. Ja, dann halt so. Ah, oh, und jetzt die Ratte. Ja. Also bei den anderen Ratten hilft einfach auch jede einzeln zu bekämpfen. Die kommen da ganz gut einzeln raus. Ja klar. Oh, wie oft mir das passiert ist. Wie oft mich diese Ratte runtergeschubst hat. Und ich hatte nur 5 Flakons. Die Ratte hat mich sehr, sehr häufig darunter geschubst. Ja? Ja, immer wieder. So eine blöde Ratte. Mhm. Ah, ja, klar. Nicht anvisiert, nicht anvisiert. So einfach kann es sein, diesen Gegner zu besiegen. Man hört auch die ganze Zeit die Skelette oben auf der Brücke. Was auch ein bisschen irritierend sein kann, wenn da die, wenn die die ganze Zeit da rumtappeln. Jetzt... Hei, hei, hei. Hat sie die dritte Ratte auf dem Schirm? Jetzt warte ich erst. Sie wartet ab, okay. Wenn das dann voll ist, dann bin ich vergiftet. Okay. Wo ist jetzt die letzte? Mann. Ja, guck mal. Easy. Gar kein Problem. So, und da oben wird's jetzt nochmal wild. Da gibt's jetzt mehrere Optionen. Einmal gibt's ja den schwarzen Ritter, der da oben steht. Den könnte man parieren. Das geht ganz gut. Aber da weiß ich nicht, ob sie das machen will. Dann das Schwein, das da ist. In der Metallrüstung. Wenn ich mich... Ah, da hat sie nicht aufgepasst. Zu viel draufhauen wollen. Zu viel draufhauen wollen. Da muss man sich ein bisschen zurückhalten an der Stelle. Das ist besser. Ein harter Weg zum nächsten Leuchtfeuer. Ich bin gerade am Überlegen... Stimmt, ich weiß, wo es ist. Das nächste ist beim Schmied, ne? Sonst gibt's kein weiteres. Das ist schon ein gutes Stück bis dahin. Oh Gott. Fast wieder runtergefallen. Ja, ach, komm halt her, oder? Nein, du stehst da so bescheuert am Rand. Ja, wie oft man hier durch muss am Anfang,
wenn man das Spiel das erste Mal spielt, das ist schon ein bisschen was. Also die Nein, das Stelle war ist falsch. tatsächlich nicht ohne. Nein, das war Gerade falsch. weil das nächste Leuchtfeuer, das ist echt ein gutes Stück weit weg. Und das muss man auch erstmal finden. Also ich denke mit ein bisschen Spielverständnis und wenn man schon mal den ein oder anderen Ausschnitt vom Spiel gesehen hat vielleicht oder wie jemand anderes spielt, kann man es locker bis hierher schaffen, nach dem Taurus. Aber von hier zum nächsten Leuchtfeuer, das ist nochmal so eine Stelle, glaube ich, bei der wahrscheinlich der ein oder andere Spieler anfängt aufzugeben. Hi. Gerade weil die Ratten hier auch super nervig sind. Ich warte. Dann hat man oben diesen Eber, den muss man aber nur einmal besiegen, der ist dann weg. Dann muss man aber auch erstmal rausfinden, wie besiege ich denn den Eber. Bei mir war es Zufall. Das mit dem Feuer. Den zufällig ins Feuer gelockt. Und dann war er ziemlich schnell down. Okay. Und dann muss man sich noch ein bisschen durchkämpfen. Poppes. Als Veteran läuft man gemütlich durch. Sepp, absolut richtig. Halt. Ja. Da wird komm. Schon wieder nicht anvisiert. Doch. Das habe ich gehört. Nein! Oh Gott. Super. Also den Endgegner hier an der Stelle schon mal besiegt. Hallo. Der sie das letzte Mal erwischt hat. So. Jetzt wird's nochmal. Weil man weiß ja auch nicht, wo lang. Man hat ja jetzt keine Ahnung, wo geht's hin, wo muss ich hinlaufen, was gibt's zu tun, was erwartet mich. Wenn man weiß, welche Gegner da sitzen und was die so können und machen, dann ist das Ganze halb so wild. Ich glaube, hier rechts steht einer ums Eck. Wenn sie dann nachher da durch das Tor durchläuft. Ich würde die Stelle... Ach, der heilt sich ja auch, der Depp. Ich glaube, ich würde die Stelle tatsächlich relativ zügig mittlerweile durchlaufen. Und viel überspringen. Viele der Gegner links liegen lassen. Aber am Anfang habe ich auch jeden einzelnen dort besiegt. Ah, guck, sie hat ihn gesehen. Schau an. Sehr gut, der kann nämlich auch einen Schrecken auslösen. Ah, easy. Easy gemacht, den Kumpel. Ja, sie läuft auch instinktiv wieder richtig. Wow. Instinktiv nach oben gegangen. Oh nein! Oh nein! Ah. Scheiße. Hoppla. Ja, die Schwerkraft und Dark Souls. Man stirbt sehr, sehr häufig an Schwerkraft in diesem Spiel. Schick mal, hockt der. Schauen, ob sie Ach, sowas leichter Doofes. Vorankommt hier. Eigentlich müsste es leichter und leichter werden mit ihr. Jawohl, genau, da wird sofort anvisiert jetzt. Sogar ausgewichen. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Und direkt ohne einen Hit zu kassieren, Ein Lendentuch. Wurde der Soldat abgemurkst und hat sogar ein bisschen Loot fallen lassen. Die Hose des Skelettsoldaten. Ah, da geht's nicht drum. Okay. Ich weiß gar nicht, die ist von den Stats her, ist die, glaube ich, jetzt nicht so krass. Sie hat schon was an, was ganz okay ist. Ah, sie hält
aber auch ihr Schild nicht hoch, wenn der zuschlägt, ne? Weicht lieber aus. Man könnte an der Stelle auch das Schild hochhalten. Dann haut der nämlich gegen das Schild und ist für einen kurzen Moment... Ja, nicht gestunt, aber der braucht dann einen kurzen Moment, um sich wieder zu fangen. Nicht zu nah an den Abgrund. Ah, da ist sie zwischen die beiden. Ach, Ratten Scheiße. Und wird wieder vergiftet. Blöde Ratte. Ah, da zwischen Ratten laufen ist hier. Bin ich eh schon vergiftet. Aber ja, das ist auch das richtige Mindset an der Stelle tatsächlich. So ein Kack. Genau, mit der 10 Estus ist das halb so wild. Und jetzt bin ich eh schon vergiftet. Super, weil... Ja, ist ja egal. Jetzt dann gleich auf die nächste Ratte auch noch drauf. Oh, jetzt wird hier gewartet. Sie lehnt sich zurück und guckt. Ich glaube, sie wartet wirklich ab. Könnte ja schon mal. Aber das ist natürlich schon auch... Das ist dann so ein stressiger Moment, wenn dann dieses Gift die ganze Zeit tickt. Und dann soll man auch noch diese Skelettsoldaten bekämpfen und hat die ganze Zeit dieses Giftgeräusch neben sich im Ohr. Und das kann ich schon verstehen, dass man da vielleicht jetzt nicht gewillt ist, einfach... Ah, das Gift. Das war knapp. Das war richtig knapp an der Stelle. Aber sie hat immer noch 7 Flakons. Das ist absolut ausreichend. Sie wartet auf den Einzelnen. Sollte vorher noch mal trinken, bevor sie jetzt kämpft. Das wird jetzt eng. Wenn sie jetzt nicht trinkt, stirbt sie am Gift. Sie stirbt am Gift. Was? Oh. Ach, Scheibe. Voll vergesse, dass sie ja vergiftet war. Ja, leider am Gift gestorben an der Stelle. Oh, aber das ist aber auch schnell. Es tickt schon ein bisschen runter, ja, aber ich finde, es geht. Also, ja, wenn da halt zusätzlich Flakons, noch getroffen wirst. Ja, klar, dann auf jeden Fall. Mit 10 Flakons ist es natürlich, ist es nicht so wild. Was ich gemerkt habe, ich glaube, du kriegst von manchen Schlägen der Gegner, auch wenn du dein Schild hochhältst, trotzdem Schaden. Mhm. Ich glaube, das Schild ist nicht das Beste, das du da hast. Ja, es gibt ihr Neues? Noch, es gibt noch den linken Trigger. Den kannst du mal drücken. Linken Trigger. Pistole hat einen Trigger. Genau. Damit könntest du, wenn man es richtig timet, einen richtig guten Angriff gegen den Gegner machen. Das ist allerdings ein bisschen vom Timing, muss man das einen Blick dafür haben, sage ich mal. Probier es einfach an dem Skelett aus. Und jede Waffe ist ein bisschen unterschiedlich, die dich angreift, wann das Timing ist. Und jeder Angriff ein bisschen unterschiedlich. Aber du kannst ja ungefähr denken, wann du das drücken musst, so. Man sieht es auch am Gegner. Du kannst es ja mal testen, vielleicht hilft es dir. So, mal gucken. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Jetzt, ich drück, aber der visiert nicht jetzt. Ah, das, jetzt guck, jetzt hat er mich getroffen, ja. Ach so. Ja, das Schildhalte ist ja auch ein... Aber dann regeneriert sich's nicht so schnell. Meine Ausdauer. Ja, okay. Irgendwas war da. Bin halt ein Schisser. Ah, jetzt hat der auch gerade geschlagen. Jetzt, auf. Sorry. Da ist ein Wecker. Ach, komm. Ist aber auch ein nerviger Mistsack, dieses Skelett. Ich Ach kann Mann! So komplett dran erinnern. Ich hab's gerade eben schon gesagt, dieses Skelett ist ein nerviger Mistsack.
Und danach diese Ratten, das ist. Kacke. Ja, richtig. Ich hab's auch verflucht, mehrfach, dieses Echt? Skelett. Ja. Also Das bin nicht ist. nur ich Nee, hier. nee, alles gut. Okay. Das ist. Ist alles noch im Rahmen. Alles im Rahmen, ja, absolut. Gut. Ein Kick-Move leider nicht. Wir haben vorhin beide probiert. Kannst du noch mal schnell die zwei Moves machen, bevor du jetzt dahin gehst? Die mit dem, dass einmal der Sepp die sehen kann, was du machst. Warte. Nee, das war er nicht. Genau, den. Ich weiß nicht, was der genau tut. Und den Der Sprungangriff. Probier mal, ob du das getimed bekommst gegen eins der Skelette. Diesen. Ich weiß nicht genau, was der macht. Nicht den Sprungangriff, sondern dieses Rückwärtssalto-Ding. Genau das. Versuch das mal gegen ein Skelett zu machen, wenn es anvisiert ist und du vor ihm stehst. Ich bin mir nicht sicher, was es tut. ja, ab, 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 Probier ab, es ab. einfach. Ist egal, wenn du stirbst jetzt. Ist ja. Nee. Nee, wieder Nee. nicht. Nee, das war der falsche. Ei, sorry. Alles gut, alles okay. Der war nichts Richtiges. Und der Kannst es ja kommt. auch an dem nochmal probieren. Trinken nicht vergessen. Nee. Jetzt wollte er nicht. Haut aber auch dreimal aufs Schild drauf. Ja, das Timing von dem Move solltest du natürlich. Ja, ich krieg's ja nicht mal hin, wenn niemand vor mir steht. Das ist ja auch die. Du benutzt. Was machst denn du? Drück noch mal bitte. Ja, jetzt. Was machst du? Gleichzeitig vor und den, oder? Ja, jetzt hat's gestimmt, aber gerade eben hast du noch den Ernsthaft? Trigger dazu gedrückt und den unteren Nein! und. Nein? Nein, nur die Okay. zwei. Okay. Aber es passiert halt nur ungefähr jedes fünfte Mal oder so. Ja, also der Sepp im Chat sagt auch gerade, ist eher so ein Ausweich-Hit-Move, der hilft gegen Schilde nicht. Also der Meinung bin ich nämlich auch. Ich glaube, du könntest vielleicht Gefallen am Parieren finden mit dem linken Trigger mal probieren, anstatt den linken Bumper oder Buzzer oder. Probier das mal. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ich glaube, du hast da den Blick dafür, wann du das drücken musst. Ach, da ist ja noch mein Zeug. Wie sie halt dann. Das Anvisieren und From Software Games. Wie sie doch an. Ja, genau. Genau das gleiche Problem habe ich auch mit allen From Software Spielen. Mit allen. Ich bin nicht allein. Sicher wegen dem Parieren. Ich hau ab. Jetzt haben wir natürlich viele, viele Gegner hinter ihr, die da hochkommen. Da hat sie es arg eilig gehabt. Aber ist nur eins bisher. Ach. Ah. Nein! Da wurde sie von hinten erwischt. Sie guckt jetzt etwas. Weiß nicht. Wie guckst du mich an? Sehr, Ja, so langsam
Ein bisschen genervt, so muss ich wirklich noch, soll ich noch, habe ich noch Lust, muss ich noch mal? Ja, also so allgemein will man schon weiterkommen. Also so ist nicht. Schmeiß ich dich Sepp, runter. ich glaube, das hat sie mal gesagt, ne? Das waren, glaube ich, ihre Worte, ne? Und das finden die Leute gut oder so. Ich glaube, sie hat mir. Und das machst du immer wieder. Oder irgendwie sowas hat sie auch zu mir gesagt. Knapp am Abgrund. Da wäre sie jetzt fast in den Abgrund gefallen. Ach komm. Vorbeigehauen. Dämliche Ratte. Nein! Ach! Panik, die Panikrolle. Das geht auch noch Scheißratte. relativ flott. Komm. Du lachst Ich fühle komplett mit dir mit. Das ist, ich hab. Mir ging es nicht anders. Ich hab mich da auch mehr oder weniger, ich hab geflucht, ich hab's verflucht, ich hab mich da jedes Mal, ich bin da wie, keine Ahnung, wie oft reingelaufen. Und mittlerweile läuft man beim ersten Versuch durch, ne? Irgendwann läuft man mal durch. Ach komm. Oh, das war klar. Während die drückt, dann an ihn nur gedacht hat, Scheiße, ich bin am Abgrund. Ja, kennt man auch. Es gibt noch eine Mechanik tatsächlich. Und zwar versuch mal bei diesem ersten Skelett, geh noch mal zu dem. Ich weiß nicht, ob das mit der Waffe geht. Und lass den mal zuhauen und stell dich hinter ihn. Direkt hinter ihn. Keine Taste drücken, hinter ihn stellen, keine Taste drücken und dann nur einmal die Schlagentaste drücken. Ich weiß nicht, ob das mit der Waffe geht, aber es müsste eigentlich. Stell dich hinter ihn, du bist witzig. Genau, jetzt lass ihn zuhauen. Ja, ich war doch hinter ihm. Ja, nee, ja, das. Jetzt hinter ihn gehen und. Er ist in seinem Hauen-Move, alles gut. Ja, das war seitlich, also genau hinter ihm. Da gibt es noch eine Mechanik im Spiel, dass du ihn dann von hinten so kritisch treffen kannst. Das fährt dann eine Animation ab, das siehst du, dass das so ein Treffer ist. Und damit machst du solche Skelette eigentlich One-Shot. Wenn du es schaffst, hinter sie zu kommen. Mann. Ja, komm. Sepp, meinen ersten Versuch kannst du gerne machen. Das ist tatsächlich, also das erste Video von meinem ersten Versuch ist tatsächlich auch noch das meistgeguckte Video auf meinem Kanal. Damit hätte ich nie gerechnet. Das erste Video von Elden Ring kommt langsam ran, aber nur ganz langsam. Und ich muss auch sagen, also ich kann es mir kaum anschauen. Es ist jetzt zwar nur ein halbes Jahr vergangen, Ach, der dreht sich auch noch. aber das ganze Setting, das Setup, mein Mikrofon, die Einstellungen und so weiter, das hat sich alles verbessert. Auch ich habe das Gefühl, ich spreche auch ein bisschen angenehmer und besser. Ja, guck mal, easy runtergeballert. Easy runtergeballert. So, jetzt noch mal die Ratten. Ja, guck mal. Nur einmal gebissen worden. Gar kein Problem. So kann ich da nur Easy. looten.
der Hintern. So. Ja, vielleicht auch einfach. Wie, sieh doch an, du. Da war jetzt so ein Moment gewesen. Doch langsam. Ja, wenn man auch vor allem nicht weiß, wohin, dann kann man da so viel rennen, wie man will. Aber der Weg war schon auf jeden Fall richtig. Rechts oben erstmal. Jetzt hat er jetzt echt nur so mini Pfitzele. Glaub's ja nicht. Da ist das Schild durchgehend oben. Da geht natürlich die Ausdauer ganz, ganz langsam hoch. Aber, ja. Kann man so machen. Jetzt hat sie natürlich wieder keine Ausdauer und hält das Schild wieder oben. Jetzt hat, guck mal, da ist die Ausdauer voll. Ich bin da einfach zu langsam. Nee, sie ist tatsächlich nicht zu langsam dafür. Die sind ein bisschen mies. Das ist... Da muss man den richtigen Moment finden bei denen, wenn man sie nicht pariert oder nicht die... oder keinen Schildtritt hat. Genau, jetzt. Kein Problem. So, die beiden sind weg. Jetzt haben wir die beiden Boys da oben. Die drei sind's, glaube ich. War da unten auch noch ein Skelett oder ist da nur das Schwein? Schau, ich weiß es gerade nicht. Nicht, dass gleich noch ein Skelett von hinten kommt. Der will nicht. Der kommt nicht her, gell? Der will nicht, solange sie da unten drin steht. Aber den kann man relativ easy umrunden und von hinten angreifen normalerweise. Vor allem hier. Man könnte auch ein bisschen hinter den Turm gehen, glaube ich. Nee, geht nicht. Ich bin, glaube ich, damals immer zu den beiden Bogenschützen gerannt, habe die Bogenschützen gekillt und mich dann um den hier gekümmert. Weil der ja auch nicht so schnell ist. Ja, nicht so, dass der einem hinterher sprintet. Man hat da schon ein bisschen Zeit. Aber jetzt hat sie eine ganz gute Position gefunden, dass die Bogenschützen sie nicht treffen. Der greift aber auch nicht an, der Depp. Geschimpft. Scheiße. Ah, das ist ein bisschen mies jetzt. Jetzt. Ah, schade. Ach, komm. Ja, man kann auch einfach auf den pfeifen. Muss jetzt trinken? Ja. Sogar gleich zwei reingeknallt, damit man auch genug Leben hatte, um hier... Jetzt. Jawohl. Ah, da kommen die Bogenschützen von hinten. Die miesen Schweine. Jetzt kommt er. Jetzt ist er gekommen. Er hat sich Zeit gelassen. Jetzt wollte er doch mal in die Treppe reinspickeln. Wollte er doch mal gucken. Was macht die denn da auf der Treppe? Ah. Ach Mann! Die Bogenschützen. Ah, das war knapp. Das war knapp.
Oh. Ich würde sagen, Lass willst du mal's noch gut mal sein. reinlaufen oder Nein. lassen wir es für heute? Genau, Für heute okay. ist gut. Und wie fühlst du dich nach deinem dritten Versuch in Dark Souls 1? Ja, macht schon Spaß. Aus dem Chat kommt sehr tapfer gekämpft, genau, finde ich auch. Also du hast dich wirklich gut geschlagen. Es gibt halt so ein paar kleinere Mechaniken noch, aber das habe ich dir versucht jetzt zu zeigen, so ein paar Sachen. Nur glaube ich, dass das noch ein bisschen zu viel ist, weil du mit dem Grundlegenden noch nicht so ganz klar kommst. Ich denke, so gerade mit dem Angriff von hinten, das können wir mal angehen, wenn die richtigen Gegner da sind. Auch bei dem einen Skelett kann man es schon machen, aber ist wahrscheinlich auch jetzt einfach zu kompliziert, weil man in Panik dann Tasten drückt, wenn man keine drücken soll oder solche Sachen. Wie ist der Eindruck zu diesem Klassiker der Videospielgeschichte? Ja, sehr gut. Gell? Also das fand Ja, ich also wenn auch. man mal reinkommt, Ja. Geht's gut, ja. Man hat schon so ein, ich will jetzt weiterkommen. Ja, Das macht das Spiel sehr auf gut. jeden Fall, ja. War bei mir auch so, hat mich total überrascht, dass da so ein Ehrgeiz aufkommt, Ja, der. hätte ich nicht gedacht, ja. Ja. Vor allem, wenn ich es bei dir gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Denkst du, ja, das, ja, kann doch keinen Spaß machen. Aber doch, man will weiterkommen. Ja, Ja. also Auch sehen wenn wir. man es zum 50. Mal macht. Ja, genau, ja. Und immer in die gleiche Genau. Scheiße reinläuft. Ach ja. Also sehen wir eventuell noch mal eine Folge mit dir. Ja. Ja, das ist mittlerweile schon sehr zuversichtlich tatsächlich. Ich glaube, sie hat Bock. Sie nickt. In dem Fall. Für die Folge war es das jetzt erstmal. Und wir sagen. Danke fürs Einschalten und schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.